Nein, sollte es tatsächlich klappen, sollte tatsächlich der Empfang in der Küche gut genug sein. Ein Wunder. Meine Güte. Ein Wunder, Horst ist auch am Start. Seht ihr hinter mir? Der Livestream läuft. Oh, ich glaube, Queen Mann kommt nach Hause. Ich habe gerade unten die Tür gehört. Ich hoffe, die Verbindung ist da nicht weg. Hallo, Franziska. Ich hoffe, die Verbindung ist da nicht weg, sobald Queen Mann zu Hause ist und sich hier zwischen Gerät in den Sendestrom setzt und Laptop, ne? Dann muss ich kurzfristig nämlich ins Wohnzimmer wechseln. So, und wer seid ihr, die ihr bei diesem schönen Wetter hier sitzt und bei mir seid? Sagt mir das mal, ne? Ich bin froh für jeden, der heute nicht hier ist und der bei dem schönen Wetter draußen unterwegs ist, ne? Was macht ihr hier, ne? Na, blöden Alten und ihr bekloppt Wellensittich zuhören. Nein, wir wollen jetzt keinen Linie-Update haben. Danke, Coco. Ja, wir waren ja heute Morgen schon aus Frühstücken, Klimam und ich, und ein Eis essen. Und da habe ich gedacht, ich muss mal ein bisschen mich auffrischen. Ja, so, ich wollte eigentlich heute meine Pinselchen mal ein bisschen säubern, nicht waschen, nur mit dem Pinselreiniger säubern und mein Schminkkörbchen euch vorstellen. Und dazu habe ich gedacht, könnte eigentlich dabei sein. Ach so, krank und Kräfte tanken zählt natürlich für zu Hause bleiben, ne? In die Fraktion höre ich ja auch, gehöre ich ja auch. Und wenn ich gleich hier mit dem Video durch bin, was glaubt ihr mal, was ich diese Klamotten ausziehe, mich in meinen alten Schlunz schmeiß und ne? Dann sind vorbei mit Perlenkettchen. Oscar Wilde war ja kein Fan von Perlenketten. Dann sagte er, Perlenketten durch Perlen sieht eine Frau so plain aus, glaube ich, so flach, ne, so langweilig. Ne? Naja. Ja, das ist eine Herausforderung, Franziska, das glaube ich. Hallo, Katrin. So, dann fangen wir mal einfach an. Wir haben ja Mai. Ich habe mir ein neues Schminkkörbchen gemacht. Ja, das ist unbeeindruckt, ne? Neues Schminkkörbchen machen, das wollte ich euch mal zeigen, womit ich mich schminke. Versteht mich überhaupt irgendjemand mit diesem Vogel? Ich will aber hier am Tisch sitzen. Ja, erstmal Spiegelchen aufstellen. Wir machen eine schöne Swatch-Party. Und ich habe auch die Gelegenheit, will ich auch nutzen, mal meine ganzen Sachen alle sauber zu machen. Die haben ja jetzt hier einen Monat, sind hier in dem alten Körbchen vor sich rumgedümpelt und ab und zu müssen wir ja doch mal ein bisschen entstauben, die ganze Geschichte. So, Spiegel einmal sauber machen, was man da mit seinen Make-up-Händen über den Monat immer da dran patscht, das ist ja auch nicht ganz normal. Nein, wir wollen hier keinen Hinweis haben. Ist das eigentlich so richtig Mode geworden, sich ein Schminkkörbchen zu machen, ne? Macht ihr das auch alle? Ich mache das seit einiger Zeit, zwar nicht immer pünktlich zum Monatswechsel, aber jetzt habe ich hier zum Monatswechsel angefangen. Also diesmal. So, der erste Spiegel ist sauber. Und dann fangen wir gleich mal hier an mit der Wimperntusche, die ich jetzt in dem Monat angefangen habe zu nehmen. Und zwar habe ich ja normal, wie ihr wisst, die Chanel. Die ist aber jetzt, Dankeschön an alle, die ist aber jetzt so gut wie alle, da ist nicht mehr viel drin. Also, das plöppt nicht mehr raus, sondern das geht jetzt so ohne Geräusch raus. Das heißt, die Wimperntusche da drin ist bald alle, Horsti. Wimperntusche da drin ist bald alle und deshalb habe ich die ins Büro gelegt, denn manchmal gehe ich ins Büro, ohne mich zu schminken, weil ich zu spät dran bin und es nicht geschafft habe. Und im Büro habe ich so ein Schminktäschchen. Da ist die jetzt dran. Und seit dem 1. nehme ich hier diese von L'Oréal. Die Voluminous in Blau.
Und ich habe gar nicht mehr gewusst, wie angenehm so ein weißes Bürstchen ist, ein weiches. Das ist so angenehm auf den Augen, Wimpern und an der Haut, weil das weich wie Seide ist. Ne? Macht auch schöne Wimpern, Chanel macht schönere. Und ich guck gerade, was ihr da schreibt. Meine Güte, ey, ihr seid welche. Und dies ist halt weich und ich war da gar nicht mehr gewohnt. Ich hatte in letzter Zeit immer so harte Bürsten und diese hatte ich früher schon und war da immer in Schwarz hatte ich die. Die ist wasserfest. Ich glaube, die schwarze ist nicht wasserfest. Und da war ich immer schon begeistert von früher auch und jetzt wieder, weil die so schön weich ist, Leute. Als Gesichtspuder habe ich jetzt im letzten Monat dann endlich entsorgt, dieses von LOV. Und jetzt habe ich hier ein von Kiko, nennt sich Sunshine Powder Foundation, Lichtschutzfaktor 20, in der Farbe 203, fair. Ne? So. Und sieht so aus, hat einen Spiegel und Puder. Und wie gesagt, ich mag ja eigentlich runde Dosen lieber, aber hier finde ich das viereckige nicht so schlimm, weil es doch ziemlich oval ist und diese runde Fännchen ziemlich viel ausfüllt. Und da drin ist noch hier so ein Gummischwamm, der quietscht, wenn man damit über die Haut geht. Ich mache das aber mit dem Pinsel. Mit einem Kabuki von Da Vinci zurzeit. Meinen anderen Kabuki von Kiko habe ich auch jetzt im Büro. Und der liegt gerade im Badezimmer zum Trocknen. Der hat nämlich einige, wenn nicht gar Jahre, im Schächtelchen gelegen und musste jetzt erstmal gewaschen werden. Das ist halt jetzt der Puder, was ich nehme, trage ich mit dem Kabuki auf. Dann, oh, ich denke gerade, was ist das hier so nass? Das ist ja das Reinigungstuch. Dann der Lippenstift, den ich auch jetzt drauf habe. Kommt jetzt Queen Mom? Ich höre den Aufzug. Man weiß es nicht. Oh, Franziska, ja. Wenn der Horst, die sonst so viel redet wie mein Horst, dann ist das ja vielleicht mal ganz gut, wenn er so gut hört, wenn du den anguckst. Das ist von Manhattan Stay Matte Liquid Lip Color. Die Farbe ist Fuchsia Avenue, Fuchsia Avenue, Nummer 400. Das ist dieser hier. Moment. So. Stay Matte von Manhattan. Der wird nicht trocken. Also das ist nicht einer, der so pulvertrocken wird, aber der fühlt sich super an auf den Lippen und hält auch relativ lang. Der ist sehr vollmundig, wenn man das mal so sagen darf. Ist hier auch ein wirklich schönes Fuchsia-Rot und sehr, sehr deckend und sehr, diese ganzen Fernsehköche würden vielleicht sagen, sapschig. Sehr, ne? Weiß zwar nicht, was ich damit ausdrücken will, aber ne, fühlt sich sehr gut und seht ihr, und selbst hier bleibt noch da ein Rest drauf. Fühlt sich super an, fühlt sich super voll, samtig, cremig, geil. Dann nehme ich hier, hatte ich mir nachgekauft, aber ich glaube, ich nehme das preiswertere beim nächsten Mal. Hier nochmal von Manhattan, fix und matt, wenn ich... Guck mal, wie rutscht das denn hier hoch? Ich sehe ja aus wie der Glöckner von Notre Dame. Ihr müsst auch was sagen, wenn ich da plötzlich so einen Buckel hinten kriege. Meine Güte. Leute, hallo? 14 Leute, geht nach draußen, geht spielen. Ihr könnt hinterher mein Video gucken. Wenn ich mein flüssiges Make-up nehme, kommt hinterher Stay Matte drauf, dieses hier. Habe ich auch schon jetzt in den 2 Tagen. Das irgendwie nutzt sich das sehr schnell ab. Und ist einfach so ein weißes Fixierpuder, was sich dann aber ja nicht auflöst. Wie soll man das sagen? Ne? Sieht man hinterher nicht mehr auf der Haut.
Ach so, ach, wenn ihr alle zu Hause bleiben müsst, seid ihr natürlich alle entschuldigt. Dann mische ich immer noch, wenn ich flüssiges Make-up benutze, darunter von Alverde dieses Schimmerfluid. Das bleibt also in meinem Schminkkörbchen. Dann, falls mir mal auf Glitter auf den Augen ist, diesen Glitterkleber von NYX. Den habe ich allerdings im ganzen letzten Monat nicht benutzt. Ich hoffe, der trocknet mir nicht irgendwann ein. Dann nehme ich als, schön sauber, ist auch neu jetzt im Schminkkörbchen. Yippie, Betty Lee. Für als Lidschattengrundierung von Trended Up Highlightening Eyeshadow Cream in Waterproof. Das ist jene hier mit diesem schönen Glitzerdeckel. Und die sieht so aus. Die glitzert auch etwas. Aber wir tun ja hinterher Lidschatten drüber, ne? Und selbst wenn wir keinen drüber tun würden, seht ihr das auch. Ah, ich kriege wieder den Notre Dame, den Glocknerbuckel. Ja, wenn man hier so sich immer vorbeugt, rutscht das Ding hoch. Ich kann da auch nicht für. Dankeschön, Betty Lee. Dann habe ich von, Moment, wie heißt sie? Me, auf Instagram heißt sie Me and My S. Also der Buchstabe S, Me and My S und dann eine 6 dahinter. Me and My S6 sozusagen. Habe ich auf dem Treffen mit der Vogel. Piep. Mit der Desiree, mit der Desmodea, habe ich von der Me and My S6 einen Augenbrauenstift bekommen, den ich super finde, der sehr gut zu meinen Augen passt. Und zwar von La Cura, ist glaube ich Aldi, ne? Augenbrauenstift in Blond. Der sieht so aus und der passt wirklich perfekt zu meinen Augenbrauen und hat genau die richtige Härte. Ich habe meine jetzt relativ dünn gerasiert, wenn man das so nennen kann. Ja, rasiert habe ich so mit diesem Augenbrauenkorrektur-Ding. Und da passt die Farbe gut und da kann ich mir einen schönen Bogen malen. Ne? Ich bin ja, ne, ist egal. Dann, was ich zurzeit tue, da tue ich jetzt live hier drauf. Ich weiß nicht, wie gut euer Bild ist, wie gut ihr mich seht. Keine Ahnung. Hier, das kann man nicht vergleichen mit dem, was ich hier sehe. Was ich total geil finde, habe ich mir letztens gekauft von L'Oreal Crushed Foil. Wie heißt das Ding denn genau? Das ist auf jeden Fall Crushed Foil. Ist hier so ein Lippenstift, nennt sich das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Und dann, ich werde zum Block nachher. Den Vogel bringe ich auch um. Und dann kann man sich schön in die Mitte von der Lippe tupfen. Dann hat man so Goldpartikel da, ne? Ich bin ja sowieso Glitzer immer, ne? Glitzer gerne. Ich probiere mal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann bei euch. Ist egal. Oh, ich habe ja hier Lippenstift verschmiert. Ey, ihr sagt mir auch gar nichts, ne? Gar nichts. Oh, Hilfe, wie sehe ich überhaupt aus? Ja. Egal. Ihr seht es scheinbar nicht, ihr sagt nichts. Und wenn man sich den hier drauf guckt, was hat schön. Hat man so ein bisschen Glitzer in der Mitte der Lippe und ich finde das so hammergut. Und da dieser Lippenstift relativ gut trocknet, nicht komplett weg, sondern nur ein bisschen. Guck mal, kann man das sehen? Seht ihr da irgendwas von diesem goldenen Schimmer da drauf? Ich sehe jetzt nur, dass meine Brille dreckig ist. Seht ihr was? Sagt mal. Sieht man diese goldenen? Ich finde das schön. Ein bisschen was genügt schon. Ist ja auch nicht viel, ne?
Ach, guck mal, durch den Vergrößerungsding hier sind Pickel. Erahnen. Wartet mal. Ich zieh mal ran. Man muss, Duckface ist ja out, aber ich mach mal eins. Hat man da jetzt was gesehen? Ja, die Lupe habe ich nicht dabei, weil ich den Laptop an habe. Da kann ich das sehen. Doch, sieht man sehr gut. So, dann gehen wir weiter. Dann nehme ich als Highlighter immer von der Sandra den Wet n Wild. Den habe ich von Makeup is My Passion 85 bestellt gehabt. Den habe ich auch schon den ganzen April benutzt und werde ich auch jetzt im Mai weiter benutzen. Sandra findet zwar, dass der super Bang Bang Birmingham macht, ne? Ich finde den auch gut, aber eher dezent. Also ich finde den jetzt nicht so super auffällig, aber angenehm, angenehm genau richtig für mich, ne? Ihr wisst ja, ich will leuchten wie eine Laterne im Dunkeln. So, dann machen wir weiter. Dies kennt ihr schon vom März. Das ist mein Estee Lauder Make-up und das werde ich auch weiter benutzen. Aber wenn es wärmer wird, nutze ich weniger Make-up und gucke mehr, nehme mehr Puder. Was ich als Grundierung benutze von Kellertreppchen. Kellertreppchen hatte ich das gekriegt im Tauschpaket. Von Katzenreis, den Strobing-Gel-Highlighter, ne? In der Farbe Limited Edition Preta Lumiere 1001 Luminous Lights. Das ist dieser hier. Und zwar, da steht zwar Strobing Highlighter, also ist der wahrscheinlich wirklich nur als Highlight gedacht. Sehr schön, nur noch 10 Zuschauer, die 4 sind wieder an die Luft. Nur noch 9, super, bin begeistert. Guckt das später an, geht spielen. Bleibt ja gespeichert. Und zwar ist er ja eigentlich nur als Highlighter gedacht. Aber ich nehme den als Make-up-Base für das ganze Gesicht und ich finde den super. Ja, ich habe den jetzt permanent drauf und permanent, wenn ich den drauf habe, wird mir gesagt, wie frisch ich aussehe, wie strahlend, wie gesund, wie glücklich. Ne? Das wird auf das ganze Gesicht getan und ich bin jetzt schon traurig, wenn der mal leer ist. Das Interessante ist, der ist wirklich so wie so ein Gel, wie so ein Mousse, zwischen eine Mischung zwischen Mousse und Gel. Und trocknet relativ schnell weg, kann man gut über das ganze Gesicht verteilen und man hat dann so einen schönen, so einen Strahlen im Blick. Ne? Genau, tue ich mir unter die Foundation. Und das glitzert nicht groß, blinkt nicht groß, ne? Aber habe ich jetzt auch drunter. Ich habe das jetzt drauf zum Beispiel und nur Puder drüber. Müsste aber schon fast wieder weg sein. Das habe ich vor 6 Stunden drauf getan. Ne? Jo. Dann, was ich auch zurzeit nehme als Blush, als Rouge, ist von NARS. Cactus Flower. Das ist dieses hier. NARS kennt wahrscheinlich jeder von euch. Cactus Flower. Ist ein Creme Rouge in so einem schönen, absolut passenden, leuchtenden. Heute habe ich gar keins drauf. Naja, Knaller Rouge. Und habe ich im letzten Monat auch schon drauf gehabt. Und das kommt immer sehr, sehr gut. Ne? Kann man gut verblenden und auch sanft und kräftig auftragen. Da ist auch immer die Begeisterung groß, wenn ich da drauf habe, Leute. Ich sage es euch, ne? Man muss sich nur was trauen. Dann unspektakulär, so ein von Benecos, den Natural Kajal, wenn ich Lust habe, mir die Augen innen anzumalen. Dann haben wir hier. Ach, das vergesse ich immer.
Den Creme-Concealer, ich vergesse das immer. Den habe ich auch vom Kellertreppchen gekriegt. Ich muss mal dran denken, Concealer zu benutzen. Wieder vergessen. Und dann haben wir hier Wimpernzange, habe ich mir gekauft, benutze ich nicht. Ich sehe keinen Unterschied, ob ich die Wimpernzange benutze oder nicht. Sieht alles gleich aus für mich. Für unter die Augen, untere Lid, nehme ich zurzeit hier so ein Mini-Lila-Rest, Lila-Überrest. Keine Ahnung von welcher Firma, kann nichts erkennen, weiß nichts mehr. Einfacher lila Kajal am unteren Wimpernkranz. Kommt gut. So, hier mein Spiegel, anderer Spiegel. Machen wir den auch mal sauber. Der hat die größte Vergrößerung. Auch ja große Vergrößerung. Nochmal sauber machen. Das ist ja hier, ne? Ich habe schon, da wird neu dazugekommen, ist, wir machen heute Mai-Schminkkörbchen, Swatchen, Putzen und Sonstiges. Hier ist ein, auch da brauche ich auch gar nicht zeigen, ein Anspitzer. Dann nehme ich manchmal für den inneren Augenwinkel hier dieses von Prismatic Peach. So ein, von welcher Firma ist das denn hier? Ist das Katzenreis? Ich glaube, Katzenreis ist das. Diesen hier, den nehme ich für den inneren Augenwinkel. Manchmal, nicht immer, weil da sehe ich auch jetzt nicht so einen großen Unterschied. Der ist mir ein bisschen zu hart. Aber noch ein Anspitzer und noch ein Anspitzer. Dann, wenn ich Lust auf Glitzer habe, auf das Auge hier diesen Glitzer. Den nehme ich dann mit dem Glitzerkleber. Der ist von Make-up Coach. Habe ich euch schon meine Nägel gezeigt. Die habe ich gestern neu gekriegt. Auch komplett hier. Glitzer, Glitzer. Ich frage mich, wann die Glitzerphase vorbei ist. Man weiß es nicht. Als Eyeliner habe ich hier den von Manhattan in so einem schönen Bronzebraun. Habe ich auch heute drauf. Kann man aber wahrscheinlich durch die Kamera nicht sehen. Dieses hier werde ich jetzt wegtun. Es ist mir zu abgeranzt. Es macht keinen Spaß mehr zu benutzen. Ihr seht, ich habe es gut benutzt. Das ist das TF No Filter Selfie Powder, die TF No Filter Selfie Powders, ne? Die tue ich weg. Die sind alle, die benutze ich nicht mehr. Der Spaß ist vorbei, der Drops ist gelutscht. Dann habe ich, wenn ich Bock drauf habe, finde ich manchmal ganz lustig, sieht man kaum, aber ein bisschen, diese orangene Wimperntusche für drüber, über die normale Wimperntusche. Effekt ist aber minimal. Dann habe ich hier so einen Make-up-Korrekturstift von Love. Dann habe ich hier mein Fixing Spray, ist bald alle von Make-up Revolution. Hier machen wir gleich mit die Pinsel sauber. Das ist so ein Glitzer-Topper-Mascara. Ich weiß nicht, ob man den Glitzer sieht. In so einem Grün sieht man aber auch kaum. Ja, aber Franziska, die ist nicht knalle orange. Die ist nicht orange genug. Ich hätte mal eine, die richtig schön deckt. Dann haben wir hier noch sowas. Das können wir auch wegschmeißen, die Kacke. Und dann swatchen wir jetzt mal hier meine Palette des Monats. Und zwar ich als alter Trekkie, ne? Raumschiff Enterprise, Live Long and Prosper, sprach Spock. Hab mir natürlich die Supernova-Palette gekauft. Die sieht so aus. Und die habe ich auch heute auf dem Augenlid schon. Und zwar diese Farbe hier. Piscus. Heißt wahrscheinlich Fische, ne? Das ist ja das Stern, das sind, glaube ich, so wie ich das hier sehe, sind da teilweise Sternzeichen, teilweise Sterne, teilweise einfach nur Fantasie. Oder nee, alles, was so mit Weltall zu tun hat, Namen, ne? Ich höre schon wieder einen Aufzug. Kann sein, dass Queen Mom jetzt kommt und das ein Riesen. Kommt der? Die? Naja.
Wimperntusche im Bordeaux, junge Augen. Aha. Wo ist Horsti? Da. Da ist Horsti. Also Piskes habe ich auf den Augen, hier den grünen. Und die swatchen wir jetzt gleich einmal durch. Ich zeige euch den jetzt erst nochmal von Namen, damit ihr das so sehen könnt, damit ich das nicht wieder hinterher 10-mal vorhalten muss. Guckt euch das mal. Ich halte das jetzt mal so ein paar Sekunden hier rein. Guckt euch das mal schön an. So wie ich das sehe, ich habe noch nicht alle gebraucht, sind die alle schimmernd, teilweise glitzernd. Und ja, alles so weltallmäßig, ne? So braun, grün, blau. Es gibt ja auch ganz, ganz tolle Weltallbilder, ne? Ich weiß gar nie, ob die eingefärbt sind oder ob das wirklich alles so aussieht. So, soll ich jetzt noch mehr halten oder soll ich jetzt weitermachen? Hier meine schönen Glitzernägel dabei, ne? So. So. So, wir machen jetzt los. Okay, ich nehme einfach mal die erste. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18 Farben sind es. Ich habe 4 Finger, nehme ich mal die ersten 4 Farben. Als da wären Phönix, Leo, Vega und Capricorn. Die sehen schon mal so aus, ne? Die ersten 3 sind so Brauntöne, von einem hellbraun bis zum dunkelbraun, und Capricorn ist so ein Kaki-Grün, so ein bisschen. Jo, davon gefällt mir jetzt auf den ersten Blick Leo am besten. Leo ist dieser hier, der ist so golden, kommt der rüber. Und ich glaube, wenn man die feucht aufträgt, kommen die noch ein bisschen besser rüber. Aber ich kann es natürlich nicht beschwören, weil ich es nicht weiß. So, jetzt nehmen wir als nächstes mal die Zeile da drunter. Die letzten haben wir jeweils noch nicht, aber wir machen da drunter weiter. Jetzt kommen Pegasus, Libra, Stella und Nova. Pegasus, Libra, Stella und Nova. Ja, die ersten beiden sind so silbrig glitzernd. Der Unterschied ist jetzt gar nicht so groß. Eins ist gräulicher, eins ist weißlicher. Und das Blaue sieht sehr schön aus, sieht viel knalliger aus als im Fännchen. Libra könnte Waage sein, ja. Pegasus ist ja das geflügelte Pferd, Stella der Stern, Nova neu. Soweit mich meine Latein- und Astronomiekenntnisse hier nicht im Stich lassen. Darüber hatten wir Phönix, Leo, Vega und Capricorn. Phönix, ja, der Vogel. Leo, der Löwe. Vega ist, glaube ich, auch ein Stern oder ist ein Sternsystem? Keine Ahnung. Capricorn ist auch ein Sternzeichen, aber welches weiß ich nicht. So, da haben wir diese nächsten. Da haben wir die beiden Silbertöne. Die gefallen mir auch sehr gut. Da habe ich schon einen von letztens als Highlight in der Mitte vom Augenlid benutzt. Invasion von der Vega. Okay, also doch ein Stern wahrscheinlich, ne? Aber so astronomisch bin ich nicht bewandert. Astrologisch auch nicht. Als nächstes haben wir Aurora. Aurora ist ja, ne, diese, was man so diese, ne? Wisst ihr Bescheid? Celestial heißt ja himmlisch. Neutron ist ein Physik, ne? Physik, Neutron, Positron, Neutron, hast nicht gesehen im Atom. Und Aries ist auch irgendein Sternzeichen. Es gibt nämlich in Köln ein Restaurant, das heißt Capricorn und Aries. Also keine Ahnung, welche zwei. So, hier befinden wir uns jetzt in den so ein bisschen Rost, Bronze, rötlich, bräunlich Tönen. Wie ihr seht, die sind alle stark auf der Schimmerseite, gefällt mir aber richtig gut. Und die gefallen mir auch alle richtig gut. Also die kann man auch sehr gut zusammen
Wolfgang Völz, genau, Wolfgang Völz ist tot. Raumschiff Orion, genau. Raumpatrouille Orion hieß das. Da, 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 mit Dietmar Schönherr als Captain. War Dietmar Schönherr, ne? Der Captain. Auch tot. Glaube ich. Entschuldigung an Dietmar Schönherr, wenn der noch lebt. Ich glaube, der ist tot. Ja, mit dem Bügeleisen als Navigationsgerät, glaube ich. Ah, Steinbock und Steinbock. Aries ist Steinbock und Capricorn ist Steinbock. Ja, Steinbock und Steinbock. Die Frogs, genau. So, jetzt haben wir die ersten drei schon durch. Jetzt haben wir hier noch Biskes. Das sind die Fische. Die habe ich auf meinem Augenlid gerade. Lyra ist ja ein Instrument, ne? Ist das ein altmittelalterliches Instrument, die Lyra? Dann haben wir Gemini. Ist auch ein Stern. Heißt aber doch auch, heißt das Zwilling? Keine Ahnung. Und Scorpio ist für mich natürlich als alter Blake's Seven-Fan, ne, Franziska, wenn du Raumpatrouille Orion gemacht hast, dann Blake Seven könnte auch dein Ding sein. Ich als alter Blake Seven-Fan, Blake Seven-Liebhaber, Blake Seven, ne, super Serie, aber total, ne, retro. Also da muss man wirklich ein Auge und Sinn für haben. Da gab es die Raumschiff, das hieß Scorpio. Und deshalb Scorpio ist für mich ein Raumschiff. Und hier haben wir jetzt sehr schön, ein sehr schönes Smaragdgrün, ein Grau mit grünem Schimmer, ein Stahlsilber und ein, ja, leichtes, auch etwas grün, grünliches. Was habe ich für Dellen in den Finger, ey? Aber die Nägel hat er richtig schön gemacht, ne? Ich hatte, ich gehe ja zu so einem asiatischen Nagelstudio. Und normal sind da ja nur immer so ganz junge Mädchen. Die sind ungefähr so dünn wie mein Oberschenkel und genauso gesprächig. Die sitzen da und machen dann zip, 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 machen alles immer bestens. Sagen keinen Ton, außer manchmal murmeln sie so. Man weiß nie, ob man selbst gemeint ist oder der Asiate daneben. Meistens der Asiate daneben. Manchmal sprechen sie einen aber auch an, aber man versteht meistens nicht, ich zumindest nichts. Ne? Dann sagt die mir was, ich muss immer sagen, bitte, weil ich höre ja vielleicht doch nicht mehr so gut mit Ende 40. Ne? Dann sagt die das nochmal und dann verstehe ich es immer noch nicht, aber traue mich nicht zu sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Und sagt dann, tu dann so, als wenn ich es verstanden habe und sagst, Hauptsache, ich weiß, kann denen vorher zeigen, welche, ja, ich zeige ihn gleich nochmal. Hauptsache, ich kann immer, das Wort habe ich noch nicht gemacht, kommt gleich noch. Hauptsache, ich kann immer klar machen, welche Farben ich haben will. Ne? Was wollte ich denn sagen? Ach ja, aber diesmal, ne? Diesmal hatte ich einen sexy Asiaten, wirklich, ne? Oh, Queen Mom kommt! Ich bin gerade live, Jochen. Nicht mehr jetzt in meinen Empfang laufen. Setz dich still dahin, ich bin gleich fertig. Oh. Guck mal, wie findest du die Farben? Jochi! Grausam. Grausam? Da ist er ein Banause. Also ihr müsst schreien, wenn ihr mich jetzt gleich nicht mehr seht. Der läuft mir jetzt hier durch meinen Empfang. Aber mit dem Laptop geht das eigentlich. So, jetzt machen wir mal eben. Auf alle Fälle, ich erzähle gerade Jochen... Ich hatte gestern so einen sexy Asiaten, der mir die Hände gemacht hat. Hatte ich ja schon erzählt, ne? Endlich mal einer, der über 40 war, ne? So graumelierte Schläfen, der sah richtig gut aus. Machst du die Tür wieder auf, sonst sind die gleich weg hier. Pigmentierte Schläfen. Graupigmentierte Schläfen, graumelierte Schläfen. Und als er dann den Mund aufgemacht hat, war es vorbei, denn die Zähne waren nicht so gut.
aber der Rest des Mannes war wunderbar und ich fühlte mich sehr gut aufgehoben bei ihm. Ne? Und er hat sich immer bedankt, wenn er bei mir gerade was gemacht hat. So, jetzt machen wir noch die letzten zwei Farben. Und dann muss ich noch die Pinsel sauber machen. Ich weiß nicht, wer da noch Lust hat, bei mir zu bleiben. Aber so schnell kann ich das auch gar nicht machen, wie ich jetzt gleich auch Schluss machen muss, weil Queen Mom jetzt gleich hier wieder den Tisch besetzen wird. Aber wir machen noch die letzten beiden Farben. Und zwar Nebula und Luna, also Nebel und Mond. Ein schönes Schwarz und ein schönes Lila. So, das Schwarz ist aber nicht ganz schwarz, also ist so, ne? Durch, ist so ein bisschen schwarz nur. Jochen, gibt es eigentlich ein bisschen schwarz? Ja, grau heißt das. Ah, das heißt grau, okay. Das wusste ich nicht, danke. Also ist ein bisschen grau-schwarz. Ne? So, jetzt haben wir die Palette durch. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu den Pinseln. Die müssen sauber gemacht werden. Und dazu nehme ich mir hier einfach so zwei von diesen Dingern. Und Anthrazit könnte auch stimmen. Ich falte das einmal, dann liegt das hier so. Ich habe hier meine Pinsel. Und wo, hier ist meine Säuberungslotion. Und ich sprühe die einfach ein und streife die ab und dann, ne, geht das schon. Den brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ich muss mal eben überlegen. Die bleiben nicht alle hier. Der bleibt hier. Jetzt muss ich überlegen. Die sind ja ungefähr gleich. Jochen, welchen soll ich behalten? Einer kommt in den Winterschlaf. Welchen soll ich behalten? Du kannst spammen, so viel du willst. Bin jetzt im Zwiespalt. Ich glaube, ich behalte mal hier diesen. Der kommt erstmal in den Winterschlaf. Den tun wir erstmal weg. Und den machen wir erstmal sauber. Sprühen wir einfach ein. Das ist, keine Ahnung, ach doch, von Ebelin. Den nehme ich dann unter Umständen für Puder. Und dann räumst du gerade was weg, Jochen, von mir. Nichts wegschmeißen, ne? Gehst in Wohnzimmer. Ich bin aber gleich fertig. Ja, ich bin gleich fertig. Wir machen nur noch schnell sauber. Geh mal wieder hoch, ne? So sieht die Sache aus. Und dann riechen die auch immer wieder ganz schön. Hier ist dieses Spuli-Bürstchen, nehme ich noch. Dann haben wir hier, den mag ich super gerne, von Make-up Coach, habe ich schon öfter gesagt. Der ist so leicht angeschrägt. So ein Puschelding. Ja, da sitzt ordentlich was drin. Aber ich glaube fast, dass ich euch jetzt rausschmeiße, ne? Der Jochi, der ist jetzt wieder da. Und Pinselputzen ist jetzt wirklich eher langweilig. Und ihr müsst auch noch an die Luft, ne? Das geht nicht, dass ihr hier sitzt. Ihr geht jetzt noch ein Eis essen. Oder so. Oder was anderes machen, ne? Ich mache das alleine weiter. Ihr könnt ja auch was machen. Ne? Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und hier, wir sind ja gerade noch rechtzeitig hier mit den Swatches fertig geworden. Ich den Platz räumen muss. Der Empfang war gut. Ich bin begeistert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Guck mal, ich kann hier auch was eingeben. Das ist ja lustig. Ein Emoji. Wartet mal. Da. Und so. Ach so. Wenn ich schreiben könnte, könnte ich da schreiben. Aber ich rede ja. Okay. Juti, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin sehr froh, dass diesmal nur sehr wenige Leute hier waren. Das heißt, dass die Gesellschaft noch funktioniert, dass man noch rausgeht und nicht hier, so wie ich, quasi festgewachsen ist am iPad, Laptop und Handy. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. So, wo ist hier Schluss? Streben beenden. Bis bald. Ach so, nee, fast vergessen, stopp, ist noch gar nicht durch. Morgen müsst ihr einschalten, da kommt ein Video über den Sinn des Lebens, ne?
der tiefgründigste und zugleich sinnloseste Video meiner Laufbahn als YouTuberin. Jetzt aber. Tschüss.